Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Studios und einer neuen Folge Creativerse. Wir starten hier an einem sonnigen Tag, nicht so ganz. Wir brauchen Lianen mit meinem Doppel. Sieht so kacke aus. Die sind noch da. Da ist ein Schwein gesprungen. Warum wächst an dem einen kein Honig? Das verstehe ich nicht. Noch sind wir sicher. Wir brauchen definitiv Lianen. Wie viel Platz habe ich denn überhaupt noch? Nicht mehr viel. Ne, wir müssen auf die Tour gehen. Ja, da brennen sie. Brennt alle. Ihr habt es nicht besser anders verdient. Da haben wir noch eine Kiste. Vielleicht haben wir ja da auch was Schönes drin für uns. Na, nicht wirklich. Da sind sie auch alle weg. Komm, wir nehmen mal ein paar Pilze mit. Vielleicht finden wir ja nämlich auch noch ein bisschen Blumen. Wir brauchen neue Medizin. Ihr seht, halb tot. Weil wir gestürzt sind im Canyon, also auf der Canyon-Insel. Guck mal, da sieht es ein bisschen tropisch aus. Probieren wir mal da unser Glück. Wo hier auch alles... Gut, da haben wir Blumen, da haben wir auch... Oh, da haben wir einen Baum mit jeder Menge Lianen. Daran. Juhu, eine Red Flower. Nehmen wir alles mit, was wir so, wo wir so rankommen. So. Ich tue euch nichts. Ich will ja nicht unbedingt in meiner Umgebung alles zerstören. Deswegen gehen wir mal hier hin. Den Baum können wir ein bisschen kleiner machen. Bisschen dezimieren. Holz brauchen wir nämlich sowieso immer wieder. Deswegen können wir direkt schon mal was mitnehmen. Guck mal, da wäre eine Höhle gewesen. Auch cool. Aber nichts mit Lianen. Also gehen doch die drauf. Da haben wir nämlich zwei mit einer Klappe geschlagen. Holz und Lianen. Und nehme hier quasi den Außenbereich weg. Ich weiß auch nicht, ob die Lianen wachsen. Das habe ich auch noch nicht getestet. Habe aber auch noch nichts dergleichen gehört. Muss ich ja zugeben. Noch ein paar Blümchen mitnehmen. Na, kommen wir daran. Noch mal ein paar Red Flowers. Ein bisschen wandern können wir ja sowieso immer wieder. Für ein Dach geht nämlich so einiges drauf, muss ich ja zugestehen. Das ist ziemlich ärgerlich. Eigentlich können wir uns hier auch mal ein bisschen höher bauen. Denn wir brauchen ja noch ein bisschen Grünzeug. So, und das Holz nehmen. Der Baum ist uns nicht so wohlgesonnen. Ich glaube, weil wir ihn hier kaputt machen. So. Du kommst mit. Keine Wahl. Springen wir hier mal hoch. Gehen einfach mal nach ganz nach oben. Ah, hat sich das hier mit einem anderen Baum ein bisschen geschnitten, wie es aussieht. Und können hier mal ein bisschen noch rausholen an Material, was wir benötigen, obwohl wir davon ja gar nicht so. Hier noch eine Blume, noch eine Blume. Das sind zwei verschiedene Bäume, die hier ineinander greifen. Ziemlich cool.
Ich bin mal ein bisschen Förster. Obwohl ich glaube ich mit einer Axt nicht wirklich umgehen könnte. Na, ich habe es noch nicht so wirklich getestet. Aber ich hätte da glaube ich viel zu viel Schiss, mir selber ins Bein zu hacken oder so. So, wie viel haben wir jetzt? 37, ich glaube das reicht für den Anfang. Teleportieren wir uns mal. Wir wollen ja schnell vorankommen. Dass da ein Dach drauf ist, dass wir da halt in Sicherheit in diesem Haus sind. Und halt ein bisschen was schicker machen können. So, jetzt muss er hier nur mal aus dem Arsch kommen. Entschuldigung, aus dem Knick kommen. Und da sind wir wieder. So, erstmal hier. Hier können wir noch ein bisschen brennen. Schade, dass man das Stroh nicht verwenden kann. Das ist auch komisch. Und weiter geht's, Dächer bauen. Ich bezweifle zwar, dass es reicht, aber wir testen es einfach mal aus. So. Und springen hier direkt wieder hoch. Die Seite haben wir so weit hoch. Jetzt müssen wir hier weitermachen. Das Dach hier reingezogen. Ja, das wird ja vorhin nicht hinreichen. Wir hatten vorhin über 100 Stück und sind nicht so weit gekommen. Ah, wir haben dann hier halt ein paar schöne Elemente verarbeitet in dem Haus. Und darauf kommt es mir jetzt eigentlich auch nur an. Wir werden uns noch eine schöne Inneneinrichtung überlegen. Und worüber ich will mal ein Lager bauen. Ich hatte schon öfters ein Lager gebaut, halt auch in meinen anderen alten Let's Plays. Ich will es aber mal anders machen, mal ganz anders. Ich weiß noch nicht wie. Ich habe zwar ein paar Grundideen, aber ich kann auch noch nicht sagen, wie ich die umsetze. Oder ob die überhaupt so umsetzbar sind. Geschweige denn, wie es aussieht. Deswegen muss ich mir da noch ein paar Gedanken drüber machen. Aber ich bin auch vorsichtig, was jetzt allgemein das Let's Play angeht. Denn ich hatte schon ein paar Abbrüche. Einmal damals, als die neuen Binome kamen, musste ich einmal neu anfangen. Dann musste ich einmal neu anfangen, weil der Safe-Stand auf dem Server kaputt war. Ne? Boah, da habe ich mich aufgeregt. Das soll mir erstmal nicht mehr passieren. Ja, ich wollte schon sagen, alle kann es noch nicht sein. Wie hoch haben wir es denn? Das ist schon echt hoch geworden. Ich glaube, ich kann hier echt noch eine Terrasse reinzimmern. Denn dementsprechend hier so hin. Ich glaube, das werde ich auch tun, deswegen kommt das hier erstmal weg. Dann haben wir uns wenigstens auch mal wieder was gespart. Hier können wir, glaube ich, echt eine schöne Terrasse bauen. Oh, so ein Glasfenster, Guckloch, wie auch immer man es nennen will. So, und hier ist dann oben. Na Quatsch, ist schon viel zu weit. Nur so. Das ist die letzte Schiene. Von diesem Dach, von dieser Dachseite. So. Nein, da hat es echt nicht mehr gereicht. Krisendach. Okay. Das ist da. Dann brauchen wir hier halt noch mal einige. Ich kann schon mal den Honig abbauen. Ich weiß immer noch nicht, warum das auf dem anderen Baum nicht wächst. Da ist das genau das gleiche. Das ist auch nur Bienenwachs, ne? Und das ist
Das Queen Bean. Ah, okay. Liegt das echt da dran? Was sind das für komische Geräusche? Habt ihr die gerade gehört? Eine kleine Bienenfarm. Bringt einen ordentlich weiter. Kann ich nur jedem empfehlen. Das war so eine schlechte Zeit, wo es das nicht ging. So. Jetzt hier mal einen Schnelldurchlauf. Das ist schöner, wenn man hier eigentlich eine Gegenspur hat. Einfach nur ransetzen. Also noch nicht gerade. Jetzt müssen wir hier ein bisschen Lucky Lucky machen. Bombe. Und dann bleiben sogar noch Dächer übrig. Das waren ein paar zu viele. Aber lieber zu viel als zu wenig. Wir werden sie irgendwann mal wieder brauchen. Und ich weiß ja noch nicht, wie ich das hier mache. Aber ist auf jeden Fall groß. Richtig, richtig groß. Die muss ich auch wegnehmen. Denn hier kommt ja dann dementsprechend Holzboden hin. Auf die Terrasse. Und hier rein theoretisch. Ah, nee. Mal nicht fallen. Ich werde das mal hier so reinsetzen. So. Mist, da kann ich jetzt nur nicht mehr runterfassen. Bah. So. Mal kurz gucken. Ja, nee, ich wollte hier im Kriechmodus bleiben. Kann man das nämlich mal so um sie ransetzen. Hat ja was. Oh, da sind die auch alle. Alles geht hier zu Neige. Alles geht zu Neige. Für unsere kleine Terrasse. Holz brauchen wir auch nochmal einiges. Boah, ist aber dick. Da würde ich vielleicht dann doch lieber die Holzplatten nehmen. Was hängst du denn hier auf der Kiste? So, das heißt Holzplatte, Holzplatte, Holzplatte. Ruhig mal voll machen. Können wir denn noch mal hier so ein paar... Ach, da fehlen uns auch noch Steine. Das Glas ist zumindest schon mal fertig. Und hier muss ich mir auch überlegen, was ich hier mache. Ich glaube, hier würde ich dann auch auf das Holz zurückgreifen. Aber was brauchen wir für drinnen? Was machen wir denn drinnen? Für einen Fußboden. Vielleicht unten doch den Stein. Oder wir greifen auf das Holz zurück, auf das einfache Holz. Na, wir gucken mal. Wenigstens so ein Rand oder so. Das war denn rein theoretisch der. Ich kann ja hier mal die Steine schon mal rausnehmen. Für den Glas, für die Glaswand. Ich nur so ein Ringelpiez mit anfassen, so ein Ringelkreis. Hat was.
Hat auf jeden Fall was. Auch schon wieder alle. Und hier kommt ja dann noch Wand rein. Aber da haben wir jetzt nicht so viel mehr dabei. Na, kann ich mal hier ransetzen. Aus der Ecke da weg. Jedoch mehr sollte es ja gar nicht sein. So, denn hier muss ja auch noch Wand hin. So. Ja, doch, ich denke. Nichts mehr dabei. Katastrophe. Müssen wir jetzt, wir müssen wie gesagt noch die Treppe bauen. Uiuiui, da kommt jetzt noch ein bisschen auf uns zu an Arbeit. Hiervon brauchen wir noch ein paar. Wir brauchen mehr von den Platten, die sind auch schon mal gut weit. Ein bisschen Farbe. Ich überlege, ich glaube, ich werde hier... Das ist nur der eingefärbte Holzboden, den möchte ich nicht, wenn wahrscheinlich dann eher hier den Stroh. Welche schön in Rot machen. Das heißt, wir müssen rote Farbe machen. Mach mal ruhig zwei. Hier nochmal ein bisschen Boden. Was brauchen wir denn für die Treppe? Seil, Seil habe ich. Muss ich auch noch gucken, wo ich die hinsetze. Muss ja auch noch irgendwo mit rein. Und da kriegen wir auch die Stone Steps. Hier hinten wäre natürlich ungünstig, weil da ist es ja nun mal halt schon oben. Hier so mitten rein wäre auch nicht so von Vorteil. Vielleicht machen wir auch die Tür einfach, den Weg hier hinten ran. So, und das gleiche würde dann halt hier auch sein. Aber hier erstmal weg. Fackeln haben wir da. So, mag mal hier auch mal zumachen. Ja, die Kiste müssen wir später mal leeren, wenn wir Platz haben. Das würde heißen hier, du kommst auch weg. Und dementsprechend auch hier. Einmal ringsrum. Da kommt ja dann in der Mitte der Teppich. Durch ein großer Eingangsbereich, das ist ganz schick. Große Zimmer. Und dann können wir nämlich hier auch eine Treppe reinsetzen. Die da oben enden muss. Aber wo sind denn die Holzplatten? Die sind da. Ja, die sitzen natürlich unterhalb. Das ist natürlich kacke. Setzen die mal so weit oben an. Hier hin. Macht sich aber auch blöd. Hm, können wir mal jetzt hier hinten so. Da. So. Dann haben wir hier halt eine kleine Nische. Müssen wir mal gucken, was wir daraus zimmern. Was wir da zaubern können. Wenn man denn hier hochgeht. Hopp. Ist man da. Hiervon haben wir ja auch nicht mehr so viel. Hier werde ich dann wahrscheinlich den Boden lassen müssen. Weil sonst würden wir ja hier eine Veränderung schaffen.
die mir da nicht gefällt. Eigentlich oder setzen wir doch die Platten noch mit hin. Dann haben wir hier aber zu wenig Licht, zu wenig Platz. Nee, das ist zu hoch. Wo sieht man das, wenn ich das dann vielleicht sogar hier zubaue? Im vorderen Eingangsbereich. Ja. So. Hier aufpassen. Geh mal so rüber. Gute Frage, nächste Frage. Das passt einfach besser. Definitiv. Aber ich glaube, das schauen wir uns in der nächsten Folge genauer an, wie wir das hier machen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr eingeschaltet habt. Freue mich, wenn ihr noch einen Kommentar da lasst, ein Abo, liked es und kommentiert es. Die Aussicht hier ist natürlich bombastisch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin.